war 15 Jahre alt, als ich das erste Mal Haschisch probierte. Es inhalierte und zu spät bemerkte, dass ich mich infizierte. Daraufhin habe ich's immer öfter geraucht. Keine Ahnung warum, vielleicht habe ich's in dieser Zeit gebraucht. Auf jeden Fall habe ich mich in meine Sucht reingesteigert. Und gab es irgendwas zu rauchen, habe ich mich nie geweigert. Auch mal zu ziehen, damit ich endlich wieder heil bin. Hab manchmal Vater Morganas gesehen und benommen wie ein Kleinkind. Da ich der Ansicht war, dass ich nur dazugehöre, wenn ich mir Weed und Shit das ganze Hirn wegburne, gab mein ganzes Taschengeld auch schließlich für den Scheiß auf. Und kapierte nicht, dass es ein gefährlicher Kreislauf, in dem ich mich bewegte, und so kam es, dass ich dealte, ohne zu wissen, dass ich mit meiner verdammten Zukunft spielte. Denn war high, und zwar eine sehr lange Zeit. Denn war high, doch das ist jetzt vorbei. Denn ich war so kurz vor meiner persönlichen Niederlage und bin einfach nur froh, dass ich mein normales Leben wieder habe. Denn war high, und zwar eine sehr lange Zeit. Denn war high, doch das ist jetzt vorbei. Denn ich war so kurz vor meiner persönlichen Niederlage und bin einfach nur froh, dass ich mein normales Leben wieder habe. Je häufiger ich kiffte, desto mehr Dope brauchte ich auch. Also hab ich verkauft und schon nach dem Aufstehen geraucht. Weil meine Knochen ohne THC nicht funktionieren wollten, musste ich mir jede halbe Stunde wieder eine Tüte rollen. Ob ihr's glaubt oder nicht, ich stand zu meiner Sucht und empfand das Puffen für mich wie eine Art Flucht vor der Realität, meinem Leben und den alltäglichen Problemen, die man so mit sich rumfährt und versucht nicht zu erwähnen. Damit die im Rausch entworfene utopische Welt nicht zusammenfällt, die man durch unumsetzbare Wünsche zusammenhält. Doch wenn man immer breit ist und dazu neigt, den Tag zu verpennen, wird es schnell schwer, den wahren Sinn des Lebens zu erkennen. So erging's mir auch. Doch ihr wacht aus meiner Trance, macht mir über einiges Gedanken und gab mir selber eine zweite Chance. Denn war high, und zwar eine sehr lange Zeit. Denn war high, doch das ist jetzt vorbei. Denn ich war so kurz vor meiner persönlichen Niederlage und bin einfach nur froh, dass ich mein normales Leben wieder habe. Denn war high, und zwar eine sehr lange Zeit. Denn war high, doch das ist jetzt vorbei. Denn ich war so kurz vor meiner persönlichen Niederlage und bin einfach nur froh, dass ich mein normales Leben wieder habe. Der Neuanfang war schwer, doch ich habe es geschafft und habe mittlerweile schon über ein Jahr nicht mehr gepafft. Kommt mein Abitur nachholen und gehe bald studieren, während sich viele Freunde immer noch nur für Dope interessieren. Aber wenn sie mal den Entschluss fassen, dass sie aufhören wollen, werde ich als erster da sein, um ihnen den gebührenden Respekt zu zollen. Jedoch ist der Erstversuch meist zum Scheitern verurteilt, denn man fühlt sich anfangs geistig wie primär in der Urzeit. So war es nämlich bei mir und ich musste überlegen, ob es besser ist, Straight Edge zu leben oder jeden Tag ein Pet zu geben. Letztlich entschied ich mich für die erste Variante, weil ich eine derartige Situation vorher noch nicht kannte. Da ich damals immer nur orientierungslos und verwirrt rumlief, aber jetzt weiß, wie man das Leben ohne Drogen genießt. Denn war high, und zwar eine sehr lange Zeit. Denn war high, doch das ist jetzt vorbei. Denn ich war so kurz vor meiner persönlichen Niederlage und bin einfach nur froh, dass ich mein normales Leben wieder habe. Denn war high, und zwar eine sehr lange Zeit. Denn war high, doch das ist jetzt vorbei. Denn ich war so kurz vor meiner persönlichen Niederlage und bin einfach nur froh, dass ich mein normales Leben wieder habe.